Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute habe ich ein Thema, wo mir schon seit Jahren durch den Kopf gegangen ist. Und ja, das Thema ist asozial. Was ist asozial? Und ich habe da auch eine Geschichte dazu, die für mich ehrlich gesagt ein bisschen blöd gelaufen ist, was mir dann auch damals, ach, es war mir eigentlich egal, aber ich habe trotzdem aus der Form raus irgendwann immer und immer wieder Entschuldigung gesagt. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Als ich ein kleines Mädchen war, ich glaube, ich war auf jeden Fall sehr jung, 5. Klasse oder so. Jetzt kann jeder rechnen, wie alt ich war. Jeder, der da noch ungefähr das weiß, wie alt man in der 5. Klasse ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, plus bei mir noch ein Jahr, weil ich habe ja eine Klasse wiederholen müssen. Also, ja, nur so als kleiner Tipp. Ja, aber egal. Ich war in der 5. Klasse und damals ist dann Katie bei uns gewesen. Und sie hat da auch schon bei uns gewohnt und alles. Und auf jeden Fall war es dann so, dass sie damals mir erzählt hat, aus ihrem Erfahrungsbericht und weil sie damals Ethikunterricht hatte, was ich damals total komisch fand, hat sie mir damals in ihrer Klasse gab es da eine Diskussion, was ist asozial? Und in ihrem Ethikbuch stand dann da wortwörtlich, asozial ist was Relatives, weil für jeden ist etwas anderes asozial. Der eine findet es zum Beispiel asozial, wenn man keinen Briefkasten hat. Der nächste findet es asozial, wenn man 1000 Plüschtiere hat. Der übernächste findet es asozial, wenn man 1000 leere Bierdosen rumstehen hat. Also asozial ist ein relativer Begriff. Und am nächsten Tag hat unser Klassenlehrer uns dann auf jeden Fall in der Klasse die Frage gestellt, was haben alle Menschen gemeinsam? Und daraufhin habe ich mehr vor mich hingemurmelt, weil es mir in dem Moment durch den Kopf gegangen ist, jeder ist irgendwie für jemand asozial. Und dann ist meine Nebensitzerin voll ausgeflippt. Und ich weiß noch, die hat mich da angebrüllt, dass ich gedacht habe, ja, ist klar. Und es war einfach so ein total stranges Erlebnis, weil ich bis dato noch nie auf so eine krasse Reaktion von jemandem getroffen bin. Und auf jeden Fall war es dann so, dass diese Nebensitzerin, ich habe mich dann, weil ich wusste, dass ich noch mindestens ein halbes Jahr neben der hocke, habe ich mich dann entschuldigt und gesagt, tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken oder ja. Und ich sag euch, ich habe mich bei der, glaube ich, 8, 9 Mal entschuldigt und die war sowas von eingeschnappt, die ist überhaupt nicht mehr im Verhältnis zum Satz, hat sie sich wohl sehr angegriffen gefühlt müssen, haben müssen. Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Weil sie hat mir das echt, glaube ich, bis heute nicht verziehen. Ich bin mir nicht sicher, ich kann es nicht beschwören, aber ich habe sie dann auch nach der Schule auch nie wieder gesehen. Aber die war ja stinksauer auf mich. Aber aus meinem Standpunkt, dessen, was ich zu diesem Zeitpunkt einfach gelernt habe, nämlich von dem Ethikbuch, also ich meine, es war ja wirklich ein Lehrbuch, stand da nun mal wortwörtlich drin, asozial ist etwas Relatives, weil für jeden etwas anderes asozial ist. Und allein dieser Satz hat mich dann seitdem immer und immer wieder beschäftigt, weil ich überlegt habe, ja, warum eigentlich müssen wir überhaupt sowas wie das Wort asozial haben? Ich meine, es ist ja so, es definiert, du bist nicht sozial veranlagt. Und ich meine, mal ganz ehrlich, ich als Asperger, ich bin nicht sozial veranlagt und ich bin nicht unbedingt so auf großsoziale Kontakte aus. Habe allerdings ein minimales soziales Bedürfnis, was heißt zum Beispiel, also ich will manchmal mit meiner Mutter reden. So eine Stunde oder einfach nur mal, ja, oder Zeit mit Babette zu verbringen oder jetzt auch Zeit mit meiner neuen Pflegerin zu verbringen. Das ist für mich dann zum Beispiel, da ist es schon genug sozialer Kontakt. Und dann gibt es wiederum Leute, die brauchen wortwörtlich 24 Stunden am Tag immer irgendwen um sich rum. Und das finde ich dann irgendwie auch übertrieben. Aber
Ich kann nicht sagen, dass ich das deswegen jemanden als asozial bezeichnen würde. Für mich gibt es auch irgendwie in dieser klassischen Definition, finde ich, nichts wirklich asozial im Sinne von diesem, entschuldigt, dass ich das jetzt so formuliere, aber RTL 2-Niveau, wo viele Leute sagen, das ist Assi-TV oder das ist Hartz-IV-Fernsehen. Wo ich ganz ehrlich finde, das ist sowas von diskriminierend, weil das ist nicht nur, ich könnte wetten, das gucken nicht nur Leute aus solchen Schichten oder aus solchen, ja, Kulturkreisen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich versuche es jetzt eben so. Und ich meine, ich sage es jetzt nicht gerne, aber ich gucke jetzt keine dieser Soap-Dinger oder so. Aber früher, als ich kleiner war, ist auf RTL 2 zum Beispiel also jede Woche, wartet mal, Law and Order gekommen. Und ich habe Law and Order geliebt. Und deswegen habe ich dann RTL 2 geguckt. Oder auf RTL ist CSI gelaufen. CSI, CSI Miami, es war immer so beides. Oder Bones zum Beispiel, habe ich auch geliebt. Bis dann zur dritten Staffel, dann fand ich langweilig. Auf jeden Fall kam das auch auf RTL. Und oder sowas wie Sat.1, da kommt zum Beispiel selbst Lenz und Partner und ich gebe zu, das habe ich, als ich 5 war, geliebt oder als kleines Mädchen fand ich das immer lustig, weil ich immer den Schnurrbart von Ingo Lenzen so toll fand. Den konnte ich stundenlang angucken und das fand ich einfach toll, weil ich bis dato noch nie jemanden mit so einem Schnurrbart gesehen habe. Ich habe auch immer versucht, meinen Vater davon zu überzeugen, dass er sich einen Lenzenschnurrbart zulegen sollte. Oder auch ProSieben zum Beispiel, das habe ich auch gern geguckt, weil da kam zum Beispiel sowas wie Switch Reloaded oder ja, die Simpsons kommt auf ProSieben. Und ich finde es einfach so unfassbar unfair, wenn man immer so eine Schublade auf, Leute rein, Schublade zu. Es ist einfach nicht nett, das ist weder nett noch hilft es wirklich weiter, weil damit hat man ein totales, ja, das ist in meiner Augen eine Form von Diskriminierung. Und ich finde einfach, es ist unfair, jemanden an den Kopf zu schmeißen, du bist asozial. Nur weil du jetzt keinen Briefkasten hast und ich einen hab. Es ist einfach so albern. Weil wenn man sich überlegt, das sind meistens solche Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, wegen denen man jemanden anders beleidigt oder kränkt oder gar diskriminiert oder gar als wirklich ein ganz, ganz schlimme Person betrachtet oder ist demjenigen nicht versucht, irgendwie schöner im Leben zu machen, sondern ihm das Leben schwerer zu machen. Ich finde es auch total bescheuert, wenn man ihm, wenn in der, in, diesen, in den Klassen oder irgendwo auch immer, in Schulklassen übrigens, oder wo auch immer, dieser Druck entsteht, wirklich so ein Druck, dass jeder bitte gefälligst die totale Designermode tragen soll. Jeder muss Armani tragen, jeder muss H&M tragen, jeder muss New Yorker tragen. Und das nur, weil viele das tun. Für mich ist es ehrlich gesagt so, ich trage keine namenhaften Kleider. Ich trage Kleider, die mir gefallen, Kleider, die ich gemütlich finde, einfach egal, welcher Name da jetzt drin steht. Und wenn da jetzt jemand mir jetzt käme mit, du kriegst lebenslänglich gratis Kleidung bei H&M und der ich dann da reingehen würde und nicht ein einziges Kleidungsstück finden würde, was mir irgendwie gefällt, würde ich es nicht tragen, nur weil es irgendjemand anders sagt, das ist jetzt total trendy, das ist total toll. Oder einfach nur, weil es jeder trägt. Ich war schon immer eher so jemand, wenn es alle getan haben, habe ich das Gegenteil getan, weil ich irgendwie immer so gedacht habe, meine Mutter hat mir immer gesagt, und das war immer so mein Gedanke, egal bei was, nur weil alle die Brücke runterspringen, musst du doch nicht auch runterspringen. Dieses Bild ist mir immer im Kopf geblieben und das hat mir auch sehr geholfen, als ich jünger war, weil ich dadurch einfach für mich auch immer so an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, nein, ich will jetzt nicht nur etwas tun, weil es alle tun. Ich möchte, auch wenn es schwieriger ist, ich will gegen den Strom schwimmen. Ja, da war ich allerdings auch immer sehr stur bei. Ja. Aber es gab schon so auch so Dinge, wo viele getan haben, wo ich auch mitgemacht habe. Zum Beispiel diese Pokémon-Spiele, wo Pokémon tauscht wurden und so weiter. Da habe ich auch mitgespielt. Und es war einfach so, für mich war das Schönste, das Erlebnis zu haben, dass man nicht immer,
Ja, nicht immer alle dieselben Kleider, dieselben Schuhe, dieselben Ansichten haben müssen, sondern dass es einfach auch schön ist, dass wenn Leute verschiedene Ansichten haben und man dann dafür über die verschiedenen Ansichten reden kann und dann auch offen ist, die anderen ihre Ansichten anzuhören und anzusehen und mit in seine Ansicht einfließen zu lassen. Also, ja. Ich hoffe, jetzt wisst ihr, was ich meine. Okay, eine kleine Vorabmeldung, damit ihr euch nicht wundert, falls das Bild jetzt sehr ähnlich ist. Ich werde jetzt muss jetzt gerade zwei Videos vorproduzieren, also die sind nicht top aktuell, nämlich für den nächsten Mittwoch und den nächsten Freitag, weil ich in der Woche echt viel um die Ohren habe und vor allem auch einen Zahnarzttermin und da werde ich mir wahrscheinlich so eine leichte Beruhigungstablette nehmen, aber weil die bei mir ja so reinhaut, dass ich 3 Tage high bin, will ich euch das nicht antun, dass ich euch da was vorlall oder dass ich total lahmarschig bin. Also werde ich jetzt schon mal die Videos vorproduzieren, damit ich einfach so ein bisschen, ja, auch diesbezüglich dann einen freien Kopf habe und nicht die ganze Zeit noch mich fragen muss, habe ich jetzt ein Video? Habe ich kein Thema? Habe ich ein Thema? Habe ich ein Thema? Was sollte ich erzählen? Und so weiter. Aber ich würde mich interessieren, wie ihr das seht. Was ist für euch asozial? Was definiert bei euch dieses Wort? Und seid ihr auch jemand, der tendenziell immer das Gefühl hat, gegen den Strom schwimmen zu müssen, oder seid ihr eben Leute, die mit dem Strom schwimmen wollen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann am Mittwoch. Bis dann und ein gutes Wochenende noch. Ciao!